gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre! Und ich schwöre dir... 600 ehemalige Hitlerwähler äußerten sich genau 50 Jahre nach der damaligen Reichstagswahl über ihre Beweggründe. 56 von ihnen wurden gefilmt. Es ergab sich folgende Motivationskette. ...29,7% der Repräsentativwähler, der weitaus größte Anteil, nannten als ihr wichtigstes damaliges Wahlziel Arbeit und Brot. Man muss ja doch daran denken, dass wir mehr als 6,5 Millionen Arbeitslose hatten. Und diese Familien, es waren immerhin 3-, 4-, 5-köpfige Familien, mussten mit einem Arbeitslosengeld von 12 bis 15 oder 18 Mark auskommen. Davon musste noch Miete, Strom, Gas und so weiter bezahlt werden. Und eine Flasche Bier kostet 20 Pfennige. Also man kann sich vorstellen, wie das lief. Ich war ohne anderen auch schon fast 3 Jahre arbeitslos. Arbeitslosenunterstützung und alles schon ausgesteuert und bekam Wohlfahrtsunterstützung. 46 Mark im Monat mit meiner Frau zusammen. Die Einnahmen, die er dann in der Hauptsache allein als Arbeitslosenunterstützung sich rekrutierte, die waren ja so gering, dass die Familie unter ihrem Existenzminimum leben musste. Da war ja gar kein Mittel mehr da, um nur Anschaffungen zu machen. Das reichte ja kaum zum nackten Leben. Besonders das große Heer der Arbeiterklasse lebte in tiefster Armut. Es gab ja viele, viele Arbeitslose. Dieses Elend, ich habe es ja gesehen am Alexanderplatz, wo der Mann mit dem Schild stand, ich suche Arbeit, ich nehme jede Arbeit zu jeder Bedingung an, und die nackten Zehe, die nackten Oberschenkel, die guckten durch seine zerrissenen Hosen. Das war doch ein Elend. Das war eine Zeit, die für mich in meinem ganzen Leben die furchtbarste Zeit war. Denn ich habe 1930 mein Examen als Ingenieur gemacht, und wir bestanden 17 davon das Examen. Und von den 17 gingen 3 in das Geschäft des Vaters zurück, und wir anderen saßen alle auf der Straße. Man erlebte von Tag zu Tag das Elend. Wenn man in die Stadtbahn oder in die U-Bahn kam, kamen Geigen- oder Harmonikaspieler hinein und spielten und sammelten nach dem Spiel Geld ein, um ihre Unterstützung aufzubessern. Wir hatten fast tagtäglich 8 bis 10 Bettler im Haus. Meine Mutter hatte auf der Kommode im Flur immer eine Schale stehen mit 2 oder 5 Pfennigstücken, von denen dann jedes Mal einer was abbekam, wenn er geläutet hatte. Ich bekam damals 17 Mark wöchentlich Arbeitslosenunterstützung. Und davon sollte man leben. Und wenn das halbe Jahr um war, dann bekam man nichts mehr. Da bekam man wohl Wohlfahrtsunterstützung, aber die bekam nur der, der wirklich bedürftig war. Und wer die bekam und sollte davon leben, das war schon kein Leben mehr, das war so ein Dahinvegetieren am Rande der Existenz. Am 31. März 1931 lernte ich aus, und meine Chefs boten mir an, eine Stelle als junger Mann, und ich sollte 131 Mark im Monat verdienen. Das war, wie ich später erfahren sollte, natürlich weit, weit unter Tarif bezahlt. Aber was sollte man machen? Hätte ich irgendetwas gesagt, dann hätte man mir wahrscheinlich geantwortet, wenn Sie nicht wollen, 100 andere würden gerne diesen Job übernehmen. Die Zahl der Arbeitslosen war in 3,5 Jahren von 2,9 Millionen auf über 6 Millionen gestiegen. Jeder 4. deutsche Arbeitnehmer hatte also seine Familie nicht mehr ausreichend ernähren können. Und ein Silberstreif am Horizont war nirgends in Sicht gewesen. Hunderttausende hatten auf den Straßen der Großstädte in dumpfen Sprechchören
Hunger geschrien. Die nationalsozialistische Propaganda kommentierte diese Verhältnisse so. So sah es in Deutschland aus. Leere Fabriken, Werkstätten ohne Arbeit, tote Häfen. Aus Deutschland war ein Friedhof geworden. Ja, dann habt ihr ihn nach 1926. Fielen die Preise kolossal runter. Ich kann mich noch entsinnen, dass der Weizen dann von 12 Mark auf 8 Mark runterging. Und dass auch die Viehpreise immer mehr runtergingen, sodass viele Betriebe sich, je nachdem wie sie vorgestanden haben, ziemlich stark verschulden mussten. Da die Preise in der Landwirtschaft mit Ende der 20er Jahre so rapide fielen, um 1932/33 ihren Tiefpunkt bei sämtlichen Produkten der Landwirtschaft zu erzielen, waren viele Landwirte mutlos, verzagten. Ja, dann wurde eben sehr viel zur Zwangsversteigerung gekommen, im Thüringer Wald hauptsächlich und in Schleswig-Holstein. Bei uns war es nicht ganz so schlimm, aber es ist da reihenweise Höfe zwangsversteigert worden. Die Kurve der Zwangsversteigerungen auf dem Lande war sprunghaft nach oben geklettert. 1928 wurden rund 2300 Betriebe zwangsversteigert, 1931 4500, also das Doppelte. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich als Kind miterlebt habe, wie Nachbarskinder von Arbeitern in Lumpen gingen, oft keine Schuhe hatten, hungerten, sodass wir von dem wenigen, was wir auch hatten, ihnen noch abgaben. Bereits 1927 hatten etwa 1 Million Menschen ohne ständige Unterkunft leben müssen. Es existierte ein Fehlbedarf von 600.000 Wohnungen. Dann war die Wirtschaftskrise gekommen, zugleich das Ende aller Bauvorhaben. Bis 1933 stieg die Anzahl der fehlenden Wohneinheiten im Deutschen Reich auf 1,5 Millionen. Das war ein deprimierendes Bild. Diese ganzen Menschenmassen, die standen an, um ihre Arbeitslosenunterstützung zu holen. Und ein fröhliches Gesicht oder sonst irgendwas, das war nicht zu sehen. Das war geprägt von einer tiefen Hoffnungslosigkeit. Sie waren alle so verzweifelt. Sie hatten die Saalschlachten, die Straßenkämpfe, die Arbeitslosigkeit satt und sehnten sich nach etwas Neuem, das ihnen Brot und Arbeit, das ihnen Sicherheit und Ruhe geben sollte und vor allen Dingen Frieden. Da kam Adolf Hitler und versprach ihnen Brot und Arbeit. Er erschien ihnen wie ein neuer Messias. Ich habe vor ein paar Stunden erst die Wahlvorschläge gelesen, zum Beispiel in Hessen-Nassau. 34 Parteien, die Arbeiterschaft, ihre eigenen Parteien, und zwar nicht eine, das wäre zu wenig, es müssen vielleicht 3, 4 sein. Das Bürgertum, das noch intelligenter ist, braucht er noch mehr Parteien. Der Mittelstand muss seine Parteien haben. Die Wirtschaft, ihre Parteien. Der Landmann, auch die eigene Partei, und zwar auch gleich 3, 4. Und die Herren Hausbesitzer müssen ihre besonderen Interessen politischer Art, weltanschaulicher Art, auch durch eine Partei vertreten lassen. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. 20,5% der Repräsentativwähler nannten zur Begründung ihrer damaligen Hitlerwahl das Versagen der Weimarer Parteien. Diese Zerrissenheit war eigentlich das Typische für die letzten Jahre vor 1933.
sie war so deutlich, dass es nicht nur 32 oder mehr Parteien gab, die meistens Interessengruppen waren, aber auch teilweise weltanschaulich begründete Parteien, sondern das waren Auffassungen und Meinungen, die das Volk total gespalten hat, bis in die Familien hinein, bis in die Arbeitsgruppen hinein, bis in die Schulen hinein, bis in die Sportbewegung hinein. Ich erinnere mich an einen bürgerlichen und einen Arbeiterradfahrclub. Es gab Arbeiter-Schwimmvereine und andere Schwimmvereine. Es war auf der ganzen Linie eine Polarisierung eingetreten, die eigentlich unnatürlich war. Die Parteien waren reine Interessengruppen, auf die man sich überhaupt nicht mehr, auf die man überhaupt nicht mehr bauen konnte. Und auch die Vielzahl der Parteien, es waren über 30 Parteien vorhanden. Aus diesem Parteienchaos wollten wir heraus und das führte eben zu dem großen Erfolg der NSDAP. Ne? Bei manchen Familien war es so, dass vier Familienmitglieder vier verschiedene Auffassungen vertraten, die sie auch nach außen dokumentierten. In unserer Nachbarschaft in Hamburg wohnte ein Lehrerehepaar uns gegenüber, die bei Wahlen aus zwei verschiedenen Fenstern auf zwei verschiedene Fahnen entgegengesetzter politischer Auffassung heraushingen. Also ein Vertrauen zu irgendeiner politischen Partei konnte eigentlich nicht mehr bestehen, denn wir hatten ja praktisch halbjährlich eine neue Regierung und alles ging ja mehr oder mehr darauf hinaus, dass das Arbeitslosenheer immer mehr wuchs, dass wir eben keinen Ausweg mehr sahen, speziell als junge Leute. Wir hatten ja keine Zukunft. An sich war es schon der häufige Regierungswechsel. Die Mehrheiten konnten gestürzt werden von einem Tag zum anderen. Ich glaube, dass wir bis 1926 bereits 14 verschiedene Regierungen gehabt hatten. Und der Zustand wurde immer desolater. Ich glaube, 1928 war es, als sich 31 Parteien um Sitze im Reichstag bewarben. Wir waren untereinander erstmal sehr zerstritten. Es war so, dass täglich Schlägereien waren. Es gab Tote dabei. Es gab Unmärsche, man marschierte. Und die ganze Sache, also das ganze Verhältnis zwischen den einzelnen Parteien war recht rau. Hinzu kam, dass die Abgeordneten sich nicht gerade so benahmen, wie das Volk es von Abgeordneten erwartete. Es ging immer wieder durch die Presse Berichte über Pöbeleien, Handgreiflichkeiten, ja sogar Schlägereien, sodass das Parlament und damit möchte ich fast sagen die Demokratie ihr Ansehen in der Bevölkerung restlos verspielt hatte. Ja, wir waren vollkommen unzufrieden mit unseren Parlamentariern. Vor der Wahl kann ich mich noch entsinnen, dass sie es, meine lieben Bauern, und nach der Wahl kannten sie uns kaum noch. Das ging durch alle, auch die rechtsstehenden Parteien durch. Ich kann mich noch, auch unsere Elternleute waren unzufrieden mit den ganzen Parlamentariern. Einig waren sie sich eigentlich nur, wenn die Diäten erhöht wurden. SPD hatte ich damals gewählt. Das war ja eine von den Parteien, die die Regierung damals gebildet hatten. Aber die brachten ja nichts zu Wege, die konnten ja nichts. Die Regierungen dieser Parteien, die waren ja unfähig, das Programm zu lösen, das Problem zu lösen. Wir hatten damals in einem Zeitraum von 2 Jahren dreimal einen Regierungswechsel. Da war die Regierung Brünling und da war die Regierung Papen und die Regierung Schleicher. Die konnten ja alle nichts. Die brachten wohl Notverordnungen heraus und die besagten, dass die Arbeitslohnunterstützung gekürzt wurde, dass die Wohlfahrtsunterstützung gekürzt wurde, die Löhne wurden gekürzt, die Steuern wurden erhöht, es wurden noch irgendwelche Steuern eingeführt, ich weiß nicht, was das alles war, aber das brachte ja alles nicht. Im Gegenteil, die Arbeitslohnzahl, die stieg immer mehr an. Seinerzeit habe ich als junger Mensch die Deutsche Nationale Volkspartei gewählt, die erschien mir irgendwie gut bürgerlich, vor allen Dingen nicht so extrem, nicht so radikal. Aber dann bis zu den nächsten Wahlen und im Verlauf des ganzen politischen Geschehens ist die mir halt auch nur mehr vorgekommen als ein Teil
dieses allgemeinen, sagen wir ruhig, Parteihaufens namens Reichstag. Und da haben wir uns eben gedacht, ja, was machen wir? Die NSDAP ist ja letzten Endes auch eine Arbeiterpartei. Und so kam man dann darauf, man könnte das ja dem mal versuchen lassen, dem Hitler. Vielleicht schafft er Arbeitsplätze. Der hat es ja versprochen. Die anderen haben es auch versprochen, haben es nicht geschafft. Der verspricht es. Naja, und schlimmer wie es jetzt ist, kann es nicht werden. Polarisierung der Parteien, Prügelszenen und wüste Beschimpfungen im Deutschen Reichstag, das alles hatte Adolf Hitler direkt in die Hände gearbeitet. 13 Jahre hat dieses eine Deutschland regiert. Und wenn Sie heute die Wahlpropaganda dieses Deutschlands ansehen, dann können Sie an der Art dieser Propaganda die Verurteilung dieser 13 Jahre sehen. Wenn das Schicksal einem System 13 Jahre zur Verfügung stellt, um seine Fähigkeit zu beweisen, dann müssen Taten und Leistungen dafür sprechen. 13 Jahre lang haben sie wirtschaftlich, politisch bewiesen, was zu leisten sie fähig sind. Eine Nation wirtschaftlich zerstört, den Bauernstand ruiniert, den Mittelstand verelendet, die Finanzen im Reich, in den Ländern, in den Kommunen zerrüttet, alles bankrott und 7 Millionen Arbeitslose. Sie können sich finden, wie sie sich finden wollen. Dafür sind sie verantwortlich. Prozent der Hitlerwähler nannten das Diktat von Versailles als Grund ihrer Wahlentscheidung. Die Gebietsamputationen, vor allem aber, dass man Deutschland in Versailles zum Bekenntnis einer Alleinschuld am Ersten Weltkrieg gezwungen hatte, war von den Deutschen als Beleidigung und Diskriminierung empfunden worden. Dieses Diktat von Versailles erlegte uns, dem Deutschen Reich, eine nie genau bezifferte Summe von Kontributionen auf. Es raubte uns nicht nur viele Gebiete, sondern raubte uns auch die eigene Herrschaft und Souveränität, beispielsweise in Bezug auf das besetzte Rheinland. Deutsche mussten vom Pflaster weichen, wenn französische Besatzungsoffiziere ihnen begegneten. In Essen wurden Ruhrarbeiter erschossen, weil Deutschland seine ihm durch Versailles auferlegten Lieferungen nicht erfüllt hat. ...1923 fielen die Franzosen mitten im Frieden in das Ruhrgebiet ein, um Reparationen zu erpressen. Eine erneute Demütigung der Deutschen Republik. Nationalisten und Kommunisten traten zum Guerillakampf gegen die Besatzer an. Mit kolonialimperialistischen Methoden schlugen die Franzosen gegen die wehrlose Bevölkerung zurück. Ich war vielleicht 13 Jahre alt, da kam eines Morgens mein Deutschlehrer, ganz blass und vor Empörung zitternder Stimme rein und sagte: Habt ihr gehört, gestern haben doch die Franzosen das Ruhrgebiet besetzt. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie das auf uns Buben gewirkt hat, nach dem, was ich Ihnen über unsere Lehre gesagt habe. Wenn wir dann nach der Besetzung in die nächste Kreisstadtrunde gegangen sind, um da die Franzosen zu sehen, gesehen haben, wie die französischen Offiziere da arrogant aufgetreten sind, mit Stiefeln und Reitpeitschen, wie sie die Leute zum Teil vom Trottoir runtergejagt haben. Als der Krieg zu Ende war, haben wir unter der Besatzungsmacht haben wir gelitten und den Franzosen. Und die haben es ja prima verstanden, verschiedene Einheiten bei uns zu stationieren. Nicht nur die Franzosen, sondern auch die Marokkaner und die Spahis und die Annamiten. Alles, was zu dem französischen Heer damals gehörte, wurde bei uns als Besatzungstruppe eingesetzt. Die Spahis, das waren also Arabische, die Berber,
mit ihren Pferden, die ritten dann quer über die Straße und alles, was vor die Hufe kam, wurde entweder von den Hufen verletzt oder die Leute mussten schnell in die Häuser flüchten. Nach dem Ruhrgebiet wurde auch das Rheinland von alliierten Truppen besetzt. Versailles. Das war für fast alle Deutschen identisch mit Entrechtung und Versklavung, mit Ausgeliefertsein und Wehrlosigkeit. Die NS-Propaganda fand in diesem Punkt breiteste Zustimmung. Ihr Diktat nahm uns die Waffen. Flugzeuge verschrottet, die Wehrpflicht verboten. Wir hatten ja so gut wie gar keine Rüstung. Wir hatten nur ein 100.000 Mann Heer und schwere Waffen waren uns vom Versailler Vertrag ja gar nicht zugesprochen worden. Zum Beispiel Panzer und sonstige schwere Waffen durften wir ja gar nicht herstellen. Und deshalb wollte Hitler die deutsche Wehrmacht wieder der Stärke der übrigen Länder angleichen. Denn unsere Nachbarländer, wie zum Beispiel England, Belgien, Frankreich, die waren ja hochgerüstet. Flugzeugattrappen und Waffen aus Pappe, das war unser Schutz. Wenn wir Versailles hörten, dann dachten wir unwillkürlich daran, wie Deutschland versucht hatte, bis zum Letzten diese Forderungen, die uns durch das Versailler Diktat, wie wir lieber sagen, als Vertrag, auferlegt wurden. Und die Politiker erwarben sich fast den etwas anrüchigen Namen, Erfüllungspolitiker genannt zu werden. Ich denke daran, dass zum Beispiel zu Stresemann-Zeiten die Weimarer Republik alles getan hat, die Forderungen zu erfüllen. Die Reparationsleistungen, die waren ja unendlich an Kriegsmaterial und barem Geld und was weiß ich an welchen Leistungen. Die letzte wurde 1930 herausgegeben, das war im September 1930, der sogenannte Young-Plan. Nach diesem Young-Plan musste die Deutsche Reichsbahn im Jahr 2 Milliarden Mark erwirtschaften und an die ehemaligen Feindmächte abführen. Dieser Young-Plan legte uns Zahlungen auf bis zum Jahr 1988 von insgesamt 112 Milliarden Goldmark. Das musste natürlich einem jungen Menschen wie mir erscheinen. Wir waren verdammt, lebenslänglich Schulden und Zinsschulden zu tragen für den verlorenen Ersten Weltkrieg. Wir haben damals uns gesagt, wir wollen nicht lebenslänglich die Prügelknaben sein für die militaristische Politik eines Wilhelm II. Und wollen nicht ewig Reparationen bezahlen. Versailles drückte überall. Dann das Nationalgefühl, das man schließlich auch hat, das wurde völlig unterdrückt. Und man fühlte sich als Mensch zweiter Klasse oder noch niedriger. Was aber für uns alle das Bedrängendste an dem Ganzen war, dass Deutschland seine Alleinschuld am Beginn des Ersten Weltkrieges hatte unterschreiben müssen. Eine ganz klare, offensichtliche Ungerechtigkeit. Die Nationalsozialisten sprachen sehr stark das nationale Empfinden an. Es war in der Auswirkung des Versailler Vertrages eine starke Depression oder ich möchte fast sagen ein Defizit an Nationalgefühl entstanden. Wir fühlten uns durch die Versailler Verträge nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch gedemütigt und Hitler verstand es, das Nationalgefühl wieder zu wecken und uns wieder stolz sein zu lassen darauf, dass wir Deutsche waren. Prozent der NS-Wähler haben Hitler wegen seines rücksichtslosen Kampfes gegen den Kommunismus gewählt. Über 6 Millionen KPD-Wähler 1932. Das war ein tiefer Schock für die bürgerlichen und bäuerlichen Bevölkerungsschichten gewesen. Und Hitler wurde nicht müde, immer wieder die Gefahr einer Bolschewisierung Deutschlands zu beschwören.
Der Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal, als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und mich zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein würde. Die Nachrichten, die wir aus Russland erfahren hatten, aus den kommunistischen Ländern, aus diesen Gründen war es uns nicht möglich, den Kommunismus zu wählen. Die kommunistischen Parteigänger fielen mir besonders unangenehm dadurch auf, dass sie, wenn sie Propagandazüge oder Märsche veranstalteten, diese oft in die späten Abend- oder in die frühen Nachtstunden verlegten, völlig unorganisiert durch die Gegend zogen und oft durchmischt mit Frauen, die Kleinkinder auf den Armen trugen. Das war irgendetwas, das ja, mir persönlich sehr unsympathisch ist. Die Kommunisten hatten damals 6 Millionen Wahlstimmen. Und Rotfront marschierte, natürlich von Moskau heftig unterstützt. Und ich und andere junge Kollegen, wir haben als einzige Gegenmacht, als einzige wirkungsvolle und überhaupt mögliche Gegenmacht gegen ein, krass ausgedrückt, Sowjetdeutschland, dazu wäre es ja gekommen, haben wir nur die nationalsozialistische Bewegung gesehen. 1920 hatte die Zahl der KPD-Wähler kaum 500.000 betragen. 1930 waren es schon über 4,5 Millionen. 1932 wählten mehr als 5,5 Millionen die Kommunisten. Und Ende 1932 war die Zahl über die 6-Millionen-Grenze gestiegen. Völker, höret die Signale. Die Melodie der Internationale klang vielen Deutschen schrill in den Ohren, erinnerte sie an die Zeit der blutigen Spartakusaufstände nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Die NS-Propaganda machte sich dieses Trauma skrupellos zunutze. Versprachen sie den Massen goldene Berge und hetzten sie auf, die Fesseln der staatlichen Ordnung zu sprengen. Schrankenlose persönliche Freiheit und hemmungsloses Sich-Ausleben des Einzelnen, Ableugnung aller idealen Verpflichtungen, Ablehnung aller höheren Werte, hemmungslose Kritik an den heiligsten Dingen, Auflehnung gegen alles Bestehende, Verhetzung der Jugend, Aufwiegelung zum Klassenkampf und Terror. ...7,1% der NSDAP-Wähler gaben an, sie hätten Hitler in der Hoffnung gewählt, er würde Sicherheit und Ordnung wiederherstellen. Gewalttätige, blutige Auseinandersetzungen gehörten allerdings erst seit 1930 zum Alltagsbild der Weimarer Republik. Zwischen den politischen Parteien waltete nicht mehr die Diskussion, sondern das Faustrecht. Ich kann gar nicht genau sagen, wann die ersten SA-Trupps erschienen, aber sie waren natürlich erstmal in der Minderheit und stachen sowohl vom Reichsbanner, besonders aber von den Männern des Rotfrontkämpferbundes erheblich ab durch ihr besseres Auftreten, durch ihr disziplinierteres Auftreten. Es gab in jener Zeit sogenannte Kampforganisationen aller Parteien oder der meisten großen Parteien jedenfalls, die so genannt wurden, weil sie vielleicht im Wahlkampf eingesetzt werden sollten. Aber diese Gegensätzlichkeit und dieser kämpferische Einsatz ging weit über den Wahlkampf hinaus. Es wurden geradezu Straßenschlachten geschlagen gegeneinander, jeder gegen jeden, auch gegen die Polizei, also gegen die Staatsorgane, obwohl ja eigentlich alles Deutsche waren. Ja, es waren bürgerkriegsähnliche Zustände. Die gingen kaum ohne Schlägereien ab. Wir wagten uns als junger Mensch, also noch dazu als Mädchen, nicht alleine
bei Dämmerung irgendwie durch die Straßen zu gehen. Ich bin in Berlin groß geworden und wir hatten Angst vor Überfällen. Mein Vater ging niemals ohne einen sogenannten Totschläger in der Tasche, besonders abends oder nachts oder in Wintertagen nicht auf die Straße. Und wir durften uns nur in gewissen bekannten Umgebungen aufhalten, wo wir auch beobachtet wurden. Also wir hatten praktisch Straßenkämpfe frei Haus. Man muss sich vorstellen, ich war damals Mitglied kleiner Orchestergruppen. Und wenn wir abends von unseren Orchesterproben heimkamen, dann konnte es passieren, dass die Straßenlaternen schon dunkel gemacht waren durch Gewehrschüsse oder Pistolenschüsse, dass wir von Hausflur zu Hausflur mit unserem Geigenkasten unterm Arm spritzen mussten, weil die blauen Bohnen durch die Luft pfiffen. Ja, das war in Berlin. Mein Bruder studierte dort Theologie. Und er wollte mir nun einiges von der Stadt zeigen. Und da kamen wir in Neukölln in eine Straße, da kamen sich zwei Gruppen entgegen. Das eine schien, ich habe es gar nicht mal so genau beobachten können, Rotfront gewesen zu sein und das andere eine SA-Gruppe. Und über uns, muss ich jetzt sagen, denn wir rutschten in ein Kellerloch, um nicht, ich könnte fast heute sagen, nicht mit erschlagen zu werden. Denn die Jungs gingen derartig aufeinander los, das ist nicht zu beschreiben. Das war eine verbissene Wut und ein Hass. Straßenschlachten und Saalschlachten waren zum Kennzeichen einer gescheiterten Demokratie geworden. Die Polizei schlug nach links und nach rechts mit dem Gummiknüppel und das Ansehen des Staates verfiel unaufhaltsam. In diese Wunde der Weimarer Republik stieß unerbittlich die hitlerische Agitation. Es gibt keinen Zustand einer permanenten Revolution oder gar eine segensreiche Entwicklung mittels periodisch wiederkehrender Revolten. Es muss jeder verstehen, dass seine Gabe überhaupt nur dann einen Wert hat im Sinne der Herstellung einer wirklichen Volksgemeinschaft, wenn diese Gabe auch von ihm ein Opfer ist. 4,1% der NS-Wähler haben für Hitler gestimmt, weil sie die nationalsozialistische Idee der Volksgemeinschaft begeisterte. Das war die Reaktion auf die politische Zersplitterung in mehr als 30 Parteien. Nun kam die NSDAP mit Parolen, die das Gemeinsame, die Gemeinschaft in den Vordergrund stellte. Zum Beispiel schon das Wort Nationalsozialismus. Nationaler Sozialismus war etwas so Neues, das uns junge Menschen außerordentlich angesprochen hat. Als ich dann zum ersten Mal vom Programm der NSDAP gehört habe, NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Also Hitler wollte damit eine Verbindung zwischen dem nationalen Element und dem sozialen Element. Und ich dachte mir, das wäre eigentlich die ideale Lösung, um die künftigen Generationen zu vereinigen. Denn aus der Vergangenheit, auch aus dem Elternhaus, waren Sozialismus und Nationalismus Kontrapunkte. Als Nationalsozialist, da ist im deutschen Volk einer so viel wert wie der andere. Es ist der Direktor, ist genauso viel wert und ist hat genauso viel Recht wie ein Straßenkehrer, wenn er nur alles tut, um dem Volke zu dienen. Die Nationalsozialistische Arbeiterpartei hätte niemals die Mehrheit im Parlament errungen oder vor allen Dingen auch in der breiten Wählerschicht, wenn sie nicht mit einer Sprache sich dem Volke gegenüber repräsentiert hätten, dass auch der einfachste Mensch verstehen musste, was wir wollten. Ich habe öfter schon rote Zeitung gelesen, also von meinen Kameraden habe ich die rote Fahne und dann noch so verschiedene Zeitungen gekriegt.
Und die habe ich aber nicht richtig verstanden. Und mein Vater, der war schon Nationalsozialist und hat ab und zu völkischen Beobachtern, halt bloß die oberen Blätter. Und das habe ich gelesen und das, öfter habe ich was gelesen und erst habe ich mir gedacht, ah, da habe ich es nicht ganz gelesen. Und dann habe ich doch einmal ganze Absätze einmal gelesen und die haben mir recht gut gefallen, weil ich alles verstanden habe. Das ist alles in deutscher Schrift, also in deutscher Sprache gebracht worden. Und bei den kommunistischen Zeitungen, da habe ich aber das nicht alles verstanden. Da ist noch das mit Bourgeoisie und Brote, also so verschiedene Dinge. Ich kann es heute gar nicht wiederholen, was das. Die Propaganda der Hitlerpartei vereinfachte alle Phänomene und war auch für Leute ohne politische Bildung leicht verständlich. Typisch dafür ist ein Ausschnitt aus dem NS-Film Hitlerjunge Quecks mit Heinrich George. Dann bin ich zur Stempelstelle gehumpelt, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Das war meine Bewegung. Sonst hat mich nichts bewegt. Aus dem Leim bin ich gegangen. Glauben Sie, ich bin vom Fressen so dick geworden? Nee, weil ich keine Arbeit hatte. Vom Rumsitzen bin ich so dick geworden. Wo wäre ich also schon hingehören? Zu meinen Klassengenossen gehöre ich. Und wo ich hingehöre, da gehört doch der Junge hin. Zu Ihren Klassengenossen. Zur Internationale, wollen Sie sagen. Was? Jawohl, zur Internationale. Wo sind Sie denn geboren? Nur in Berlin. Und wo liegt denn das? An der Spree. An der Spree, jawohl. Aber wo? In welchem Land? Nun, Mensch, in Deutschland natürlich. In Deutschland? Jawohl. In unserem Deutschland. Das überlegen Sie sich mal. Die beiden Begriffe, die heute die Welt beherrschen, Nationalismus und Sozialismus, neu untersucht werden, ob sie nicht am Ende auf eine einzige Wurzel zurückführen. Und wir wissen, dass höchster Nationalismus und höchster Sozialismus dann dasselbe sind. Wir sind höchster Dienst am Volk. Zur Volksgemeinschaft Robert Ley, Führer der Deutschen Arbeitsfront. All unsere Arbeit muss von einem einzigen Gedanken beherrscht werden, den deutschen Arbeiter zu einem aufrechten, stolzen und gleichberechtigten Volksgenossen zu machen. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, wie der Name schon sagt, war eine Partei, die von der personellen Zusammensetzung her erstens Arbeiter der Stirn und Arbeiter der Faust in ihre Reihen hineinzog. Das war natürlich ein Schlagwort, aber ein sehr kluges und geschicktes Schlagwort, weil dadurch die Scheu der Arbeiter vor dieser Partei eben genommen wurden. Auch der damalige Oberbürgermeister Siebert Lindau, damals noch SPD-Mitglied, erklärt im Saalbau Herle in Augsburg: Viele werden mich kennen, als ich noch in einem anderen Lager stand. Ich habe aber eingesehen, dass alles oder dass vieles faul und morsch war. Und deshalb bin ich zur NSDAP übergetreten. Die Parolen Arbeit und Brot für alle und keiner soll hungern und frieren, die begeisterten uns. Besonders aber berührte mich der Ausdruck Arbeit adelt. Bis dahin war die Arbeiterklasse nicht geachtet und nicht geschätzt. Der Arbeiter bekam jetzt erst seinen Stellenwert. Er bekam auch ein Selbstbewusstsein und wurde freier und richtete sich jetzt allmählich aber in Richtung, politisch in Richtung NSDAP. Prozent der NSDAP-Wähler nannten als ein Motiv ihrer damaligen Entscheidung Hitlers Kampf gegen das Judentum. Die Parolen des Antisemitismus, die am widerlichsten im Hetzblatt der Stürmer propagiert wurden, hatten allerdings in den letzten Jahren vor der Machtübernahme nur eine geringe Rolle gespielt. Da sprach Hitler mehr
von Not und Elend, von Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit. Anders dagegen Julius Streicher, Herausgeber der Zeitschrift Der Stürmer. Ein Volk, das nicht auf die Reinheit seiner Rasse hält, geht zugrunde. Wie ich die Sache sehe, oder vielmehr, wie ich mir einbilde, dass es ist, dass es doch vielleicht davon kommt, dass der Jude, der Israelist, dass der immer einen Staat, gewissermaßen den Staat bildet, dass er sich nie in sein Gastvolk voll eingegliedert hat. Die Animosität gegenüber Juden, die bestand meiner Ansicht nach hauptsächlich, weil, wenn ich das so platt ausdrücken darf, die Hände überall im Spiel hatten. Ob das die Kunst, die Justiz, die Wirtschaft, der Handel, die Finanzen, überall waren die Juden an der Spitze. Die Juden, es gibt ja sogar auch getaufte Juden und so weiter, die auch Christen sind. Aber sie halten sich trotzdem zusammen und jedenfalls, sie stellen immer einen Fremdkörper in dem Volk dar. Es gab seinerzeit 450 Konfektionsfirmen in Berlin. Von diesen 450 Firmen waren 448 in jüdischen Händen. Die Juden beherrschten jedenfalls den Weinbau bzw. den Handel an Wein, an Tabak, an Getreide. Deswegen war das Losungswort, das Hitler ausgegeben hat, die Juden sind unser Unglück, gut dazu angetan, dort auf fruchtbaren Boden zu fallen. Wir wussten zwar aus Veröffentlichungen und aus Diskussionen, dass er gegen die Juden etwas im Spiel hatte, meinten aber damit, dass es sich hier mehr um die besitzenden Juden, also Kapitalisten und Fabrikbesitzer und so weiter handelt und hätten dieselbe Einstellung auch gegenüber die deutschen Kapitalisten eingenommen. Ich erinnere mich an drei Namen, die über längere Zeit hindurch Schlagzeilen machten. Das waren die Namen Barmat, Sklarek und Kutiska. Nach meiner Erinnerung spielten sie alle drei in Berlin, der Reichshauptstadt, und standen alle im Zusammenhang mit Pleiten, das heißt mit Konkursen, bei denen viele Menschen ihr Geld verloren. Und alle diese Verursacher waren Juden. Und das führte eben auch mit dazu, dass die vom Nationalsozialismus ja stark betriebene Propaganda gegen die Juden untermauert wurde durch solche scheinbar handfesten Beweise. Der Jude Kutiska, welcher dem preußischen Staat um 14 Millionen, der Jude Barmat, welcher ihn um 35 Millionen betrog. Solche gesellschaftlichen Außenseiter dienten der NS-Propaganda zum antisemitischen Rundumschlag. Hitler hatte das gefährliche Gift des Antisemitismus aus den Arme-Leute-Vierteln Wiens nach Deutschland eingeschleppt. Die NS-Propaganda verkündete unermüdlich: Die Juden sind unser Unglück. Und vom ersten Tag nach der Machtübernahme an tat die NSDAP alles, um ein Deutschland ohne Juden zu schaffen. ...1,4% der Repräsentativwähler gaben an, Hitlers persönliche Ausstrahlungskraft habe sie fasziniert. Führer und Volk, das wurde zum Schlagwort. Und wie niemandem je zuvor gelang es Hitler, bei den Massen einen geradezu mystischen Glauben an seine Person zu wecken. Seine Willenskraft, sein Fanatismus, sein unbedingter Glaube an sich selbst schlugen Millionen in den Bann. Es ging von ihm eine Faszination aus, die ich in ähnlicher Form im Leben nicht wieder von einem anderen Menschen erlebt habe. Wir glaubten an die Zukunft Deutschland und wir glaubten an alles, was er uns versprach. Wo Adolf Hitler auftrat, umbrandete ihn eine Woge der Begeisterung, der Liebe, der Verehrung. In diesem Jubelorkan erstickten Zweifel und Kritik.
Die Masse feierte ihn als Messias, als Wohltäter, als Retter des Volkes. Und die NS-Propaganda münzte den guten Glauben der Bevölkerung in politisches Kapital um. Mit rund 44% stellt die NSDAP nach der Wahl vom 5. März zwar die weitaus stärkste Partei dar. Die absolute Mehrheit verschaffen ihr aber erst die 8% der Deutschnationalen Volkspartei. Das sind zusammen etwa 52%. Es ist eine knappe Mehrheit, aber sie genügt Hitler, um im Deutschen Reichstag ein Ermächtigungsgesetz durchzubringen, das ihm diktatorische Vollmachten verschaffen wird. Die NS-Wähler ahnen davon nichts. Nachdem Hitler beauftragt worden war, eine Regierung zu bilden, es zu Neuwahlen kam, gab es für mich und auch für meine Berufskollegen keine andere Wahl, als die NSDAP zu wählen. Für uns Jugendliche gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder KPD zu wählen oder NSDAP zu wählen. Und da die KPD den Klassenhass heraufgeschworen hatte und ich diesen Klassenhass auf dem Bau ganz stark erlebt habe, konnte ich diese Partei natürlich nicht wählen. Jeder von uns hatte gehört, dass Hitler selbst den Ersten Weltkrieg von Anfang bis zum Ende mitgemacht hatte, dass er Frontkämpfer gewesen war, Meldegänger, dass er verwundet worden wäre, dass er kriegsblind geworden sei und dass von diesem Mann doch niemals zu erwarten sei, dass er einen neuen Krieg entfachen würde. Unmöglich. Die Regierung der Nationalen Revolution sieht es grundsätzlich als ihre Pflicht an, entsprechend dem Sinn des ihr gegebenen Vertrauensvotums des Volkes, diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Jene Elemente, von denen Hitler drohend in seiner Rede zum Ermächtigungsgesetz spricht, werden als Staatsfeinde in Schutzhaft genommen. Der KZ-Staat entsteht. Ausschnitt aus einer Predigt Martin Niemöllers während der NS-Zeit. Das ist unsere Last, dass wir unausgesetzt Strolche, Volksfeinde und Landesverräter genannt werden und können's nicht wehren. Das macht das Leiden der Gefangenen und Ausgewiesenen so bitter. Der Terror gegen die deutschen Juden verschärft sich. Am 1. April 1933 organisiert die NSDAP einen Boykott jüdischer Geschäfte im gesamten Reichsgebiet. Die Massenauswanderung der Juden aus Deutschland beginnt. Von der Judendiskriminierung zur Bücherverbrennung. Schon 1824 hatte Heinrich Heine prophezeit: Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Vor wenigen Monaten hat sich über der Bewegung ein schwarzer Schatten erhoben. Die SA hat so wenig als irgendeine andere Institution der Partei mit diesen Schatten etwas zu tun. Die schwarzen Schatten über der Bewegung, von denen Hitler spricht, das sind die 84 Ermordeten der Röhm-Affäre. Das ist der erste staatlich sanktionierte Massenmord der NS-Geschichte. Doch der Reichsparteitag von 1934 überstrahlt mit seinem Glanz das dunkle Schattenreich. Mein Führer, ich melde 52.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten. Heil, Arbeitsmänner! Heil, mein Führer! Warten! Immer! Adolf Hitler beim ersten Spatenstich für den Bau der Reichsautobahnen. 5 Jahre später werden sich Tausende von Kilometern durch das Reichsgebiet ziehen. Frieden.
Auf dem Gebiet der Sozialpolitik steht vor uns die große Aufgabe, nicht nur dem Arbeiter den sozialen Frieden zurückzugeben, sondern den Arbeiter als gleichberechtigtes Glied in die große Volksgemeinschaft einzufügen und einzuschmieden. 7 Millionen Menschen ohne Arbeit und ohne Brot warten darauf, dass sie sozial erlöst werden. Bereits Mitte 1934 ist die Zahl der Arbeitslosen halbiert. Jetzt laufen auch die früheren Wähler der sozialistischen Parteien, die noch 1,5 Jahre skeptisch abseits gestanden hatten, in hellen Scharen zu Hitler über. Es ist ein Plebiszit der vollen Lohntüte und des vollen Küchentischs. Deutschland im Zeichen eines Wirtschaftswunders. Adolf Hitler, wie ihn nun Millionen sehen. Auf dem Nürnberger Parteitag präsentiert der 45-jährige Diktator der sprachlosen Welt ein militantes, stolzes, in sich geschlossenes und auf Gleichberechtigung pochendes Deutschland. Und die Deutschen selbst? Sie fühlen sich nach 15 Jahren internationaler Diskriminierung plötzlich als eine neue Art von aufrechtgehenden Menschen. Sie marschieren unter flatternden Fahnen und in klirrenden Kolonnen. Das deutsche Volk in einem einzigen großen Rausch. Das deutsche Reich in den Fängen des nationalsozialistischen Adlers.